Schreibtisch bereitet. Dazu kommt jetzt noch die Betreuung des in Amerika völlig erfolglosen Schwagers Heinrich. Frido wird geboren, der erste Enkel, Sohn des jüngsten der Mannkinder, Michael, der mit Frau und den Kindern Frido und später Toni in der Nähe lebt. Viele Wochen verbringen die Enkelkinder in Pacific Palisades. Frido wird zu Thomas Manns Herzensangelegenheit. Schicksalsschläge. Tochter Monika ist nach einem Schiffsuntergang, bei dem ihr Ehemann vor ihren Augen ertrunken ist, völlig traumatisiert zu den Eltern gezogen. Katja erhält aus Zürich die Nachricht vom Tod des Vaters. Die geliebte Mutter stirbt wenig später. Klaus reist als amerikanischer Offizier durch Deutschland. Er schickt aus München Bilder von der zerstörten Villa in der Poschinger Straße. Die Eltern sind in Stockholm auf Lesereise, als sie aus Cannes die Nachricht vom Selbstmord Klaus Manns erreicht. Es gibt in diesem Briefwechsel, den ich zu Edieren hatte, einen Brief, Stockholm, Mai 49, erreichte uns die Schreckensnachricht aus Cannes, Selbstmord Klaus. Wir überlegten einen Augenblick, ob wir die Reise abbrechen sollten, ließen es dann aber doch und setzten sie fort. Und ich weiß nicht, ich war damals jung und hatte das Gefühl, das ist so scheußlich, ob man das, es war meine erste Edition, ob man das stehen lassen soll oder ob man das nicht vielleicht mit Rücksicht auf Lebende kürzen, weglassen sollte. Ich habe sie gefragt und sie ließ sich das vorlesen, guckte mich an, sagt, das finden Sie scheußlich, nicht? Sie direkt. Und ich sagte, ja. Und sie überlegte noch mal einen Augenblick und sagt, so war er, das bleibt. Punktum, Schluss aus. 6.2.47. Champagnerabendessen zur Beendigung des Faustus und Lesung des Echo-Kapitels. Sichtliche Ergriffenheit. Die Gestalt des Kindes ist zweifellos das Beste in diesem Buch. Weiter Champagner. Das Beste. Das Kind stirbt. Das Vorbild des Kindes war Frido. Haben Thomas oder Katja jemals über seinen literarischen Tod gesprochen? Das war ein Tabuthema, wie viele Themen auch in der Familie. Ähnlich wie zum Beispiel der Selbstmord von Klaus Mann. Es gab Themen und dazu gehörten diese Themen etwa und auch das Thema Echo und Echos Tod. Es wurde nicht darüber gesprochen, nie. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob sie es unbedingt verdrängt hat, sondern ich glaube, da hat sie sich einfach an die Gepflogenheiten und an den Kanon, was erlaubt und was nicht erlaubt ist, in der Familie gehalten. Strikt gehalten. Ich vermute sogar bewusst. Amerika hatte sich nach Roosevelts Tod so verändert, vor allem in der McCarthy-Periode. Bis 1952 lebten wir noch drüben und waren eigentlich noch keineswegs entschlossen, wegzugehen. Nach Deutschland zog es uns ohnehin nicht zurück. Da war damals noch viel Hass und Missverständnis. So blieb uns die Schweiz, wo wir immer gern gewesen waren. Aber trotz dieser Anhänglichkeit wären wir vielleicht doch wieder zurückgekehrt, wären die Dinge anders gelaufen und etwa Stevenson zum Präsidenten gewählt worden. Übrigens war es so, dass wir jedes Jahr nach Europa kamen. Ich sagte, es ist im Grunde gescheiter, wir bleiben in der Schweiz und fliegen gelegentlich nach Amerika. Katja packt wieder Umzugskisten. Man wohnt zuerst zur Miete. Der Dichter klagt. Sie findet endlich diese Villa in Kilchberg am Zürichsee. Ein letztes Mal installiert sie seinen Schreibtisch. Auch ein neues Exemplar des in Amerika überfahrenen Lieblingspudels findet sich wieder ein. Ein Geschenk der Kinder zur goldenen Hochzeit, die Katja und Thomas Mann im Februar gefeiert hatten. Aufnahmen, die der Süddeutsche Rundfunk zum 80. Geburtstag Thomas Manns im Mai 1955 gemacht hat. Einige Wochen später, am 12. August, stirbt Thomas Mann. Wie in seinem Tagebuch visionär vermerkt, hat sie ihm in der Todesstunde beruhigend die Hand gehalten. Liebe Molly, ich habe so viele schöne Briefe nach Tommys Tod erhalten, aber deiner hat mich mehr als alle anderen bewegt. Der eine, der mich wirklich braucht, ist nicht mehr da.
Und ich kann nicht viel Sinn in meinem weiteren Leben erkennen, das, wie die Dinge stehen, noch recht lange währen mag, denn ich scheine vollkommen gesund zu sein. Immer deine Katja. In der Zeit habe ich sie als sehr verloren, auch als verloren betrachtet, als sehr, sehr traurige, gebeugte Witwe. Sie ging ja noch ein Jahr lang oder zwei Jahre in Schwarz. Und allein das hat mich schon ein bisschen so tagtäglich abgeschreckt. Und diese Trauermine, das war schwierig. Das fand ich sehr schwierig. Ich habe sie nicht angelastet, aber ich habe gemerkt, es ist für mich auch sehr, sehr problematisch, so zu leben. Dann ist sie dann ein bisschen im Laufe der Zeit aufgeblüht. Was mir als Junge eigentlich immer Eindruck machte damals, das war, sie bewies mir eigentlich, dass man eingreifen kann. Dass man als Bürger nicht irgend das Opfer dunkler Mächte ist, die da irgendwo über einen regieren und einen beherrschen, sondern dass man eingreifen kann und durch sein Eingreifen auch mithelfen kann, die Dinge zu verändern. Das hat sie demonstriert, besonders wenn sie so, es hat immer so einen relativ nonchalanten Ton, der mir Eindruck gemacht hat, eben wenn sie so sagte, ja, ich habe an Roosevelt einen Brief geschrieben oder ich habe an Ulbricht einen Brief geschrieben. Und da fragte ich mich eigentlich immer so als Kind eben, ja, kann man das? Kann man diesen Leuten einfach einen Brief schreiben? Und natürlich kann sie es auch, weil sie Katja Mann ist, aber sie hat mich gelehrt, dass man es auch kann, wenn man nicht Katja Mann ist. Sie schreibt an Ulbricht, später auch an Honecker, als im Dezember 1956 in Ost-Berlin der Verleger Walter Janka verhaftet wurde. Thomas und Katja Mann waren im Goethe-Jahr 1949 auch in den Osten Deutschlands gereist und hatten sich mit Janka angefreundet. Er betreute die Edition Thomas Manns im Aufbauverlag. An Charlotte Janka schickt Katja Briefe und Päckchen. Sie ist zu einem Zentrum der westdeutschen Schriftsteller geworden, ob Johannes von Günther, ob Leonhard Frank und, die haben sich versammelt bei ihr in Zürich, um zu beraten, was kann man für den Janka tun. Und Katja Mann hat sogar die Idee gehabt, die hat an Chruschtschow geschrieben, über die Berner Botschaft, und hat auch eine Antwort bekommen, ich nehme an, vom Botschafter in der Schweiz, dass Chruschtschow sich nicht in die Dinge einmischen könne. Und ihre Antwort, da sie ja immer sehr direkt war in ihren Äußerungen, war, sie mischen sich ja sonst auch ein. Warum nicht da? Erika Mann kann eine eigene Karriere nicht verwirklichen. Sie wird zur penibelsten Nachlasspflegerin des Vaters. Katja muss ihre Fürsorge jetzt auf die älteste Tochter übertragen. Krankheiten, auch Folgen ihres exzessiven Lebens mit Drogen, Zigaretten und Alkohol, stellen sich ein. Erika muss in Krankenhäuser und Sanatorien untergebracht werden, sitzt im Rollstuhl. Sie stirbt im August 1969 an einem Gehirntumor. Die Schriftstellerin Elisabeth Plessen, damals eine junge Studentin, kommt mit einem Kamerateam in die alte Landstraße 39. Sie hatte Katja kurz vorher kennengelernt. Und Katja, die bis dahin alle Anfragen, ein Interview zu geben, strikt abgelehnt hatte, willigt endlich ein. Ich habe ihr einen Fragenkatalog geschickt und einige Fragen, also die sozusagen direkt nach ihrer Person gingen, hat sie mir im Vorhinein ausgestrichen. Also die wollte sie nicht, über die wollte sie nichts sagen. Sie wollte keine Kritik an ihrem Bild von Thomas Mann und sie wollte keine Kritik an sich als die Ehefrau von Thomas Mann und eigentlich auch keine Kritik an ihrem langen Lebensweg. Sie wollte erzählen. Und ich habe sie gerne erzählen lassen. Es war ja spannend genug. Das Register der Verkehrsstrafen Katjas wird immer umfangreicher. Ihr Führerschein wird eingezogen. Sie kämpft darum, ihn wiederzubekommen. Sehr geehrter Herr Dr. Vögelin,
Eines aber steht fest. Ich habe ein langes, nicht ganz einfaches, mit allerlei Pflichten und Verantwortungen beladenes Leben hinter mir. Sollte ich noch einmal in den Besitz eines Führerscheins gelangen, so würde ich beim geringsten Gefühl von Unsicherheit am Steuer sofort freiwillig auf ihn verzichten. Mit verbindlichen Grüßen, Ihre ergebene Katharina Mann. Eigensinn, die Sache, die Dinge auch im Griff zu behalten, die in der Kontrolle zu behalten. Das war verletzter Stolz, dass man ihr jetzt den Führerschein abnimmt. Das passt nicht zu Katja Mann. Nein. Unverschämtheit. Sie sagt ihm, wenn ein Verkehrspolizist sie gebüßt hatte, sagte sie, Unverschämtheit. Und dann begann sie zu lächeln und sagte, vielleicht wusste der nur nicht, wer ich bin. Golo, der als Historiker Karriere macht, kehrt in das Elternhaus nach Zürich zurück. Er, der zu seinem Vater eine traumatische Beziehung hat, kann sich von der Mutter nicht lösen. Er bleibt bis zu ihrem Ende bei seiner Frau Mama. Unser Gefühl war immer, dass sie ihr Licht ein wenig zu sehr unter den Scheffel stellte, nicht wahr? Und eben völlig in ihren vielfachen Pflichten aufging, was sie gearbeitet hat. Also ich meine, als Beschützerin und Sekretärin und Anregerin meines Vaters, der ja zumal in den letzten 30 Jahren seines Lebens keinen Schritt ohne sie wagte, keinen Schritt in die kalte Welt ohne sie tat. Aber nach meines Vaters Tod hätte sie ja ein wenig mehr etwa Erinnerungen schreiben können oder dergleichen, aber... Nein, ich wollte nur sagen, ich habe in meinem Leben nie tun können, was ich hätte tun wollen. Nein, aber das hättest du ja dann wirklich tun können. Ja. Also ich wollte das eben genau nicht tun. Ja, das ist ja im Grunde eine konservative Frauenhaltung. Meine Mutter ist ja eine Frau von altem Schrot und Korn, nicht wahr? Die drei Ks, ja. Die drei großen Ks. Denn auch Küche, wissen Sie, ich konnte doch überhaupt nicht kochen. Aber in Amerika habt ihr oft gar keine Bedingungen und ich habe es blitzschnell gelernt. Ich hatte es immer überschätzt, die Schwierigkeiten. Die letzte Phase ihres Lebens verbringt Katja Mann in ihrer eigenen Welt. Sie fragt öfter nach Tommy, warum er noch nicht zu Hause sei. Er sei doch sonst so pünktlich. Den Selbstmord ihres jüngsten Sohnes Michael hat man der Mutter nicht mehr mitgeteilt. Katja Mann stirbt in Kilchberg am 25. April 1980, mit 97 Jahren.